Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die NATO ist zu einem grundlegend neuen Verhältnis zu den Ländern des früheren Ostblocks bereit, will aber weiterhin Verteidigungsbündnis bleiben. Über die künftige Strategie berieten heute am ersten Tag des Gipfels die 16 Staats- und Regierungschefs des Bündnisses in London. Auf dem Tisch liegt ein Vorschlag von US-Präsident Bush, Atomwaffen nur als letztes Mittel im Verteidigungsfall anzuwenden. Ein Vorschlag Bushs ist es auch, den sowjetischen Präsidenten Gorbatschow zur NATO nach Brüssel einzuladen. Die Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, die geplante NATO-Mitgliedschaft des Vereinigten Deutschlands aus der Sicht der Sowjetunion noch bietet, das ist für Helmut Kohl das wichtigste Ziel dieses Gipfels in London. Er möchte gern, dass Gorbatschow sich seinen Parteitagsgenossen irgendwie doch noch als Mitgewinner präsentieren kann. Deshalb drängelt Bonn, hier der westlichen Allianz so weit wie irgend möglich ein neues Gesicht zu geben, als politische, nur in zweiter Linie militärische Organisation, die freundschaftlich die Hand ausstreckt zu allen Völkern Mittel- und Osteuropas, auch zur Sowjetunion. Und diese Hand sollte wohl gefüllt sein. Hinter den Kulissen und mit Blick auf den Weltwirtschaftsgipfel nächste Woche in Houston werben die Deutschen in London unverhohlen für eine stattliche Finanzhilfe des Westens an Gorbatschow. Viele der Partner sind durchaus dafür, solange es sie persönlich nichts kostet. Anderen, wie Großbritannien, scheint das Geld eher rausgeschmissen. Auf derselben Linie liegt der Auftrag an die Militärs, der NATO ein neues Verteidigungskonzept zu verpassen. Die Elemente sind seit Wochen im Gespräch. Truppenreduzierung, Verringerung der Nuklearwaffen auf jenes Minimum, das zur Abschreckung nötig ist, Abschaffung der atomaren Artillerie, keine Modernisierung der Lenz-Kurzstreckenwaffen. Über all das ist man sich inzwischen im Bündnis erstaunlich einig. Auch wenn heute Abend noch nicht im Detail abzusehen ist, wie das Signal von London morgen zusammengemischt wird. Und im Detail gibt es natürlich durchaus auch noch Meinungsnuancen. Der amerikanische Präsident war die Nacht durchgeflogen, aber Müdigkeit war ihm nicht anzumerken. George Bush hatte die Idee, diesen Gipfel parallel zu Gorbatschows Gefecht mit den kommunistischen Genossen daheim zu veranstalten. Im Reisegepäck hatte er einen 4-Punkte-Plan für die NATO einer neuen Ära. Die NATO müsse damit beginnen, den Gegnern von gestern die Freundschaft anzubieten, das Bündnis müsse die konventionellen Streitkräfte reduzieren und seine Militärphilosophie verändern. Dazu gehöre vor allem, so der amerikanische Präsident nach der Begrüßung mit Margaret Thatcher, dass der Einsatz von Atomwaffen nur noch als letzter Ausweg zu betrachten sei. Wie weit man denn nun wirklich Michail Gorbatschow mit der Reform der NATO entgegenkommen solle, ist aber umstritten, der Teufel steckt im Detail. Es ist Gastgeberin Margaret Thatcher, die am stärksten am Abschreckungsaspekt des Bündnisses festhalten will und an der traditionellen Rolle der Nuklearwaffen. Flankiert von Frankreichs Staatspräsident Mitterrand. Frankreich und Großbritannien sind schließlich europäische Nuklearmächte. George Bush ist von dieser Position in den letzten Monaten Zug um Zug abgerückt, hat sich immer mehr Deutschland angenähert. Er will die NATO-Mitgliedschaft des Vereinten Deutschlands. Er will, dass die Amerikaner in Europa bleiben können. Deshalb weiß er, dass von London ein deutliches Signal an die Sowjetunion ausgehen muss, nicht nur Bündniskosmetik. DDR-Ministerpräsident de Maizière hat heute vor der Volkskammer in Ost-Berlin seine Forderung nach einer grundlegenden Reform der NATO hin zu einem politischen Bündnis bekräftigt. In einer Regierungserklärung zur Außenpolitik verlangte er vom NATO-Gipfel in London ein historisches Signal. Dazu gehöre der Abschied von der Strategie der flexiblen Antwort, vom nuklearen Ersteinsatz und der Vorneverteidigung. DDR-Abrüstungs- und Verteidigungsminister Eppelmann ist wie sein Bonner Kollege Stoltenberg der Auffassung, dass es langfristig eine deutsche Armee unter einem gemeinsamen Oberkommando geben wird. Vor der Volkskammer betonte er aber, dass für eine Truppenobergrenze die nationale Volksarmee nicht überproportional abgebaut werden dürfe. Besorgt äußerte sich Eppelmann über wachsende Ausschreitungen in der DDR gegen Sowjetsoldaten. Bei einer Demonstration, deren Ort er nicht nannte, seien kürzlich Flaschen und Steine geworfen worden. Schlimmeres sei nur vermieden worden, weil Offiziere die Soldaten zuvor entwaffnet hätten.
Auf Bitten Eppelmanns ist der Abrüstungs- und Sicherheitsexperte der bundesdeutschen SPD, Bahr, seit heute Berater der Nationalen Volksarmee. Dies wurde nach einem Treffen beider Politiker in Ost-Berlin mitgeteilt. Bahr soll bei der Vereinigung der beiden deutschen Streitkräfte helfen. Die Bundesländer werden bei den Verhandlungen über den zweiten Staatsvertrag mit der DDR von Anfang an beteiligt. Innenminister Schäuble und Kanzleramtsminister Seiters erläuterten heute den Chefs der Staats- und Senatskanzleien den Terminplan. Danach soll der Vertragstext bis Ende August fertig sein. Im September und Oktober folgt dann das Ratifizierungsverfahren. Die erste Verhandlungsrunde ist morgen in Ost-Berlin. Vertreter der Länder sitzen mit am Tisch. Heute legten sie einen Forderungskatalog zur Stärkung der föderativen Ordnung im vereinten Deutschland vor. Bundestagspräsidentin Süssmuth hat an die Parteien appelliert, ihren Streit um das Wahlrecht beizulegen. In Bonn sagte sie heute, die erste gesamtdeutsche Wahl dürfe nicht durch Rechtsstreitigkeiten beeinträchtigt werden. Eine Auseinandersetzung vor dem Bundesverfassungsgericht wäre, so Süssmuth, ein Fehlstart in die deutsche Einheit. Das müsse vermieden werden. Die Richter in der DDR sind von nun an unabhängig und nur der Verfassung und dem Gesetz unterworfen. Dies steht in dem neuen Richtergesetz, das die Volkskammer in Ost-Berlin heute verabschiedet hat. Berufsrichter werden zunächst auf Zeit berufen. Die Ernennung auf Lebenszeit soll, so heißt es, einer späteren Regelung vorbehalten bleiben. Die mutmaßliche Terroristin Susanne Albrecht ist heute von der DDR an die bundesdeutsche Justiz überstellt worden. Ihr Anwalt Vogel sagte in Ost-Berlin, die 39-Jährige stelle sich freiwillig. Ihr sei angeboten worden, als Kronzeugin auszusagen. Albrecht soll unter anderem an der Ermordung des Bankiers Ponto im Jahr 1977 beteiligt gewesen sein. Sie war als erste von 8 mutmaßlichen RAF-Terroristen Anfang Juni in der DDR festgenommen worden. Der tschechoslowakische Präsident Václav Havel ist heute vom Bundesparlament im Amt bestätigt worden. 82% der Abgeordneten stimmten für den Schriftsteller und früheren Bürgerrechtler, der die Novemberrevolution angeführt hatte. Heute Nachmittag auf der Prager Burg warten auf den Präsidenten. Es lebe Havel, ruft die Menge. Und wir haben Sie gerne. Wir danken. Dann kommt er, der alte und der neue Präsident. Václav Havel, vom Volk verehrt fast wie ein Heiliger, wird für die nächsten beiden Jahre der Präsident der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik bleiben. Ich verspreche Ihnen, so Havel, dass ich im Rahmen meiner Rechte, Fähigkeiten und Möglichkeiten beim Neuaufbau unseres Staates alles für eine glücklichere Zukunft unseres Landes tun werde. Am Vormittag im historischen Ladislavssaal der Burg die Wahl. Václav Havel war der einzige Kandidat von Alexander Dubček, der Symbolfigur des Prager Frühlings, noch einmal nachdrücklich und persönlich vorgeschlagen. 50 der 284 Abgeordneten stimmten in geheimer Wahl dennoch gegen ihn. Es waren wohl vor allem slowakische Nationalisten, die Havel den Tschechen nicht wollten. Dann der Amtseid auf eine Verfassung, die schon bald durch eine neue ersetzt werden soll. Eine der wichtigsten Aufgaben für das neue Parlament. Václav Havel, der 53-jährige Dramatiker, unter den Stalinisten wie ein Krimineller behandelt und 5 Jahre im Gefängnis, Kulissenschieber und Hilfsarbeiter in einer Brauerei. Und jetzt ein Künstler an der Macht, für den Wandel im Osten in aller Welt Symbolfigur.